Alle Jahre wieder ist ein Weihnachts-Roadtrip-Love-Story-Movie, würde ich sagen. Es geht um Hannah, die überzeugter Single ist, und um Felix, der seiner langjährigen Freundin den nächsten Heiratsantrag machen will. Und sie haben so sehr ihre Konstrukte und ihre Überzeugungen und merken, glaube ich, aber jedes Mal beim Wiederzusammentreffen alle Jahre wieder, dass man Gefühle und Liebe, glaube ich, doch nicht so rationalisieren und lenken kann, wie man es eigentlich gerne hätte. Ich würde sagen, es ist einfach auf mehreren Ebenen geglückt, dass da über Familienzusammenführung gesprochen wird. Also verschiedenste Generationen, die aus verschiedensten Gründen sich verzettelt haben miteinander, finden wieder zueinander. Ganz viele Leute, die so frei rumtaumeln, sind durch dieses Hannah-Felix-Paar, kommen die in diese Aura rein, dass sich da eigentlich am Ende alles fügt. Also das, was eben eine Sehnsucht ist, dieser Weihnachtsgedanke, der da ja mit dieser biblischen Familie gemeint ist, dass man so ein Zentrum schafft, die kleinste soziale Zelle. Das macht der Film. Ich wollte schon immer mal einen Weihnachtsfilm drehen. Und die Dreharbeiten waren für mich speziell, weil ich finde, das war so wie 6 Wochen Weihnachten feiern. Es hat dann auch noch geschneit. Wir haben ja wunderschönen Schnee dann auch im Film. Und das Team war irgendwie auch so ein bisschen lockerer wie normalerweise. Ist ein bisschen freundlicher miteinander umgegangen. Also die Stimmung am Set war auch schon so weihnachtlich. Und das hat total Spaß gemacht. Und dann haben wir tatsächlich 6 Wochen ja jeden Tag Weihnachten gefeiert. Das heißt, ich habe mich 6 Wochen lang richtig auf das Weihnachtsfest eingestellt und habe dann dementsprechend auch letztes Jahr richtig schön Weihnachten gefeiert. Es war sehr schön. Also ich habe Klaus schon beim Casting kennengelernt. Der spielt ja den Felix. Und allein beim Casting hat das super funktioniert und super harmoniert. Und war echt schön, da irgendwie so zusammen spielerisch in die Szenen reinzugehen und verschiedene Ansätze auszuprobieren. Also wir sind ja jetzt so in der zweiten Drehwoche und bisher kann ich sagen, es wirklich macht riesengroßen Spaß. Sinje und Klaus, das sind einfach, haben schon im Casting einfach so toll überzeugt in ihrer, dass die so eine Chemie gefunden haben in einer Natürlichkeit und trotzdem so einer spielerischen Lässigkeit, und an der habe ich einfach echt große Freude. Der Felix Herzog gerade ist ein toller Kollege und der hat auch wirklich einen Mörderjob gemacht. Da fing es ja irgendwann spontan an zu schneiden, was diesen Film nochmal, also ein riesiger Glücksfall, was den Film auch sehr aufgewertet hat. Aber es ist natürlich dann doch vor Ort Stress, und da hatte ich immer wirklich einen total verlässlichen Partner. Felix hat da echt einen wirklich ganz tollen Job gemacht. Es ist ein schöner, liebevoller Weihnachtsfilm, der uns perfekt auf Weihnachten einstimmt. Ich glaube, das reicht.